In Starfield ist so das größte Problem, glaube ich, die Kilogramm bei eurem Charakter. Ihr seid limitiert bei eurem Charakter und natürlich auch bei eurem Schiff. Ich zeige euch jedoch ein Lager, das komplett unlimitiert ist. Wenn du also wissen willst, wo dieses Lager ist, bleib dran. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in Starfield. Ich stehe mit meinem Charakter in meinem Raumschiff. Wie die meisten wissen, es ist so, wenn ihr euer Inventar aufmacht, dann habt ihr eine Begrenzung, eine Massenbegrenzung, also eine Kilogrammbegrenzung. 135 Kilo am Charakter. Habt dann, wenn ihr jemanden mit habt, also irgendjemand, der euch begleitet, ich glaube, ich habe eine Begleiterin, die sitzt aber gerade rum, dann hat sie nochmal ein Inventar. Ich wollte über das Artefakt sprechen. Nämlich, sie hat, nehme ich wohl an, wenn sie mich lässt. Wichtigeres. Eigentlich ein Inventar. Steh auf. Danke. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Als du es aus dem Außer sie lässt mich jetzt nicht. Okay, sie lässt mich jetzt nicht. Ja, aber sie hätte auf jeden Fall ein Inventar. Ja, aber sie begleitet mich. Danke. Danke, Charakter. Danke fürs Video. Nice. Ihr habt im Raumschiff 1, und zwar hier den Frachtraum. Den könnt ihr aufmachen. Machen wir den mal auf. Dann haben wir hier 450 Masse, Kilogramm. Ihr seht also, es wird bei mir auch schon relativ voll. Ja, also man schmeißt halt hier so ziemlich auch diese ganzen Ressourcen rein. Alles, was man so findet. Ja, Waffen, Kleidung. Ja, vor allem Kleidung. Was mache ich jetzt aber damit? Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verkauft es oder ihr hebt es auf. Wo ist jetzt dieses unendliche Lager? Ganz einfach. Ihr geht, wenn ihr seid, in New Atlantis. Und zwar in die Lounge. Ja, also in die Lounge. Ja, der Wiener wird sagen Lounge. Ja, in die Lounge. Und hier zeige ich euch ganz genau, wo ihr das findet. Ihr betretet also hier die Lounge. Ich kann das nicht. Ich muss First Person spielen. Und wenn ihr drinnen seid, dann habt ihr, wenn es jemand nicht weiß, unten dann etwas, nämlich die Werkstatt, das kommt in einem anderen Video. Aber oben, ihr geht hier nach oben, den Gang entlang, geht hier an der Bar vorbei, einmal ums Eck und die zweite Tür rechts. Ja, erste, zweite Tür. Und das ist euer Raum. Meiner, deiner. Hier könnt ihr pennen gehen, das funktioniert, weil es euer Raum ist. Und hier habt ihr einen Safe. Und dieser Safe, wenn wir den aufmachen, der ist unbegrenzt. Das heißt, hier habt ihr einen unbegrenzten Lagerraum. Hier müsst ihr aber aufpassen. Wenn ihr craften wollt oder wenn ihr was verwenden wollt, dann funktioniert es nicht mit diesem Lagerraum. Ich habe es probiert an der Werkbank, egal was ich hier reinlege, in dieses Lager. Aus dem kann ich nicht craften. Hier kann ich nichts rausnehmen. Ich werde so machen, ich lagere hier Ausrüstung, die ich nicht brauche, halt irgendwelche Glamour-Sachen, irgendwas, was ich mir wirklich aufheben will oder auch so wie hier zum Beispiel, irgendwelche legendären Sachen, wo ich mir denke, okay, vielleicht, wenn ich es später mal brauche oder so, ja, aber hier habt ihr auf jeden Fall unendliches Lager. Wie gesagt, es funktioniert nicht so, dass ihr daraus craften könnt oder dass es verwendet, sondern es ist halt rein nur wirklich ein Lagerraum. Jetzt, seht ihr Augen zu, ein Lagerraum für das halt, was ihr wirklich auf ewig vielleicht aufheben wollt. Ja, aber er ist unendlich. Jo, somit, kurzes Video. Trotzdem, ich hoffe, das Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Ist das Video vorbei? Ja, Video ist vorbei, Video ist vorbei. Dann erzähl ihnen von den zwei Videos. Hier gibt es noch zwei weitere Videos von meinem Kanal. Und den Abo-Button. Abo-Button. Dann hier den Abo-Button für weitere Videos in Zukunft. Und jetzt sag das mit der Glocke. Das mit der Glocke. Sag mal, Charles, wie dumm kann man sein? Na, ah. Ich hab doch gesagt, was Charlie gesagt hat. Das mit der Glocke.